Ja, Moinsen! Habt ihr schon gehört vom Aufstand der letzten Generation? Ja, das sind welche, die sich für die Umwelt einsetzen. Die judeheute Umwelt, nicht? So alles um uns herum. Unter anderem Klimaaktivisten gehören zum Aufstand der letzten Generation, die halt eben auf sich aufmerksam machen möchten. Das können sie per se ja auch tun. Man darf demonstrieren in Deutschland. Also was machen die guten Mädels und Jungs dort? Richtig. Sie kleben sich zum Beispiel auf Autobahnen in Hamburg, in Berlin ganz häufig, München, Stuttgart, überall schon passiert. Und das seit Ende Januar diesen Jahres. Sie möchten eigentlich nur darauf aufmerksam machen, dass der CO2-Ausstoß minimiert werden muss. In der Agrarwirtschaft und dass es ein Gesetz gibt, dass Lebensmittel halt eben nicht verschwendet werden. Es ist ja per se auch wirklich gut, wofür die Jungs und Dans da so einstehen. Ne? Das muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. An sich ganz gut. So, aber sich dann dazu auf Autobahnen raufzukleben und ja, den Verkehr aufzuhalten und so, das ist halt eben alles so eine Sache. Ne? So, es gibt halt eben Leute, die möchten auch gerne tatsächlich zur Arbeit fahren. Mag man vielleicht unter diesen Klimaaktivisten kaum glauben. Was definitiv auf jeden Fall stimmt ist, das ist tatsächlich die letzte Generation. Das muss man ganz ehrlich sagen. Was solche Spinner sollen sich auch gar nicht fortpflanzen. Und somit ist das wirklich die letzte Generation. Klebt sich auf Autobahn und so ein Scheiß. Für die Sache an sich sich einsetzen. Alles schön und gut. Demonstrieren irgendwo in der Stadt. Auch alles schön und gut. Könnt ihr alles machen. Aber auf Autobahnen kleben und den Verkehr zum Erliegen bringen. Das ist ein gefährlicher Angriff in den Straßenverkehr. Das ist sogar eine Straftat. Das sind Autofahrer, die müssen die da von der Straße runterzerren. Deswegen klebt man sich jetzt auch schon auf die Autobahn. Man klebt sich darauf. Euch sollte man mal eine kleben. Auch das ist ja schon passiert. Aber dann wird gleich losgebrüllt. Ist alles Körperverletzung. Das sind Menschen, die müssen zur Arbeit. Um für euer Geld zu arbeiten. Ich weiß, bei euch kommt das Geld ja so aufs Konto. Ohne dass man dafür was machen muss. Nee, man klebt sich irgendwo hin. Oder labert irgendeinen anderen Dreck. Und die Kohle kommt von ganz alleine. Vom Geldbaum. Gepflückt und direkt bei euch aufs Konto eingezahlt. Von irgendjemand anderem. Mal ganz ehrlich, ne? Sich da auf der Autobahn kleben. Da entsteht ein Stau. Habt ihr schon mal was von Auffahrunfällen an Stauenden gehört? Ich arbeite im Rettungsdienst. Seit 19 Jahren. Und ja, ich war auch schon ein paar Mal auf der Autobahn unterwegs. Unter anderem, wo LKWs ineinander rasseln, weil einer nicht aufgepasst hat oder den Sicherheitsabstand nicht gehalten hat. Und dann hat's geknallt. Und dann kannst du da den Fahrer 3 Stunden lang rausschneiden aus seinem Führerhaus, was so groß ist wie eine Streichholzschachtel. Und sowas passiert da. Da sitzen Familien in ihren Autos, die müssen da anhalten und das kriegt einer dahinter nicht mit und rast voll ins Stauende rein. Und das nur, weil ihr da vorne steht und euch da auf die Fahrbahn klebt. Und wenn einer rauskommt und euch wegzieht, wird er gleich in Körperverletzung angezeigt. Sag mal, habt ihr einen am Marmel oder was? Da geht's doch, Blutdoktor. Mal abgesehen davon sind auch schon Videos im Internet aufgetaucht von eurem Schwachsinn da. Das sind Vollidioten, Schwachköpfe von euch, die sogar Rettungswagen im Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn an blockieren. Und man sieht, dass der Fahrer vorne alleine sitzt. Das heißt, da hinten liegt ein Patient drinne. Da kann man doch sagen, der Kollege, der hinten beim Patienten ist, der kann sich um den Patienten kümmern. Aber wenn beide vorne sitzen, sind sie vielleicht auf dem Weg auch zu euren Angehörigen. Die nämlich aufgehört haben zu atmen. Und das Herz schlägt auch nicht mehr. Und die müssen dahin und müssen sich erstmal eine halbe Stunde durch den Stau wühlen, um dann vorne stehen zu bleiben, weil ihr da Plakate hinhaltet, Mann. Sag mal, merkt ihr doch was oder was? Dann verschwindet ihr die Stadt, Mann. Da könnt ihr rumdemonstrieren. Und ihr irgendwelche Politiker hier von den Grünen, auch noch die neue Grünchefin hier, wie heißt sie? Lang oder sowas, ne? Die findet das sogar ganz toll. Das ist ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr. Da können Menschen ums Leben kommen, Mann.
Wegen so einem Scheiß. Dass der noch nicht mal auf der Autobahn anhalten. Oder dass du eine Panne hast. Den kriegst du gleich links und rechts ein. Und genau das sollte man vielleicht mit euch mal machen. Mal links und rechts eine kleben. Nicht auf die Fahrbahn kleben, sondern direkt so eine kleben. Damit ihr mal wieder klarkommt, Mann. Mal abgesehen davon. Schön Klimaaktivisten sein. Gegen zu hohen CO2-Ausstoß demonstrieren und so. Bravo. Jetzt stehen aber 300 Autos im Stau mit laufendem Motor. Ziel erreicht, oder was? Meine Güte nochmal. Echt nicht immer nur denken von der Stirn bis zur Nasenspitze. Oder seid ihr so dämlich, dass so viel Platz da oben im Schädel ist, dass da eine ganze S-Bahn drin rumfahren kann, während noch ein A380 Landeplatz sucht, oder was? Meine Fresse mal. Hört auf mit so einer Scheiße. Und demonstriert wie andere Demonstranten auch. Irgendwo in der Stadt meldet das an und geht nicht einfach auf eine Autobahn und bringt den ganzen Verkehr zum Erliegen. Mal abgesehen davon ist das lebensgefährlich auch für euch, Mann. Ihr krabbelt da über die Leitplanken rüber, stellt euch da hin mit euren Transparenten, Essen retten Gesetz oder was auch immer da drauf steht. Und das sieht einer nicht. Der nagelt euch um. Oder das ist eine Familie im Auto, die nageln euch um. Ihr habt selber Schuld, wenn sowas passiert. Aber die werden doch ihres Lebens nicht mehr froh, wenn die euch umnageln da. Und das nur, weil ihr auf so eine schwachsinnige Idee kommt, Mann. Alter Schwede, seid wirklich keine Saukopf mehr, hast du. Hört auf mit so einem Rotz, Mann. Meine Fresse doch mal, doch.